Hey yo zusammen, willkommen zurück zu Let's Play Total War Warhammer 2. So, ja, gleicher Tag. Ich spiele immer noch, oder wieder jetzt. Wir machen jetzt hier noch ein bisschen Stuff. So. Die wurde entdeckt. Ich weiß nicht warum, aber es ist passiert. Ja, 1000 Charaktere. Das heißt, das können wir wieder abreißen. Das ist halt so. Gut. Die Höllengrube. Da können wir noch ein bisschen Nahrung machen und vielleicht noch sowas hier dazu. Einfach damit wir da mal safe stehen. Den lassen wir noch. Ups, egal. Wer ist das? Was braucht der? Warp gewieft. Das da. Und dann vielleicht noch das da. Genau. Jupp. Dann. Trust him for now, now. Das sieht auch gut aus. Der da. Kill when get a chance. So vielleicht, genau. Okay. So, Rekruck. Geht mit dem mit. Genau, das hat man ja gesagt. Das heißt, der geht darüber. Der geht darunter. Kann der das schaffen? Sollte er schaffen können. Haltbare Rationen. Das gibt Geld. Das ist super. So. Die reisen zusammen darüber. Der. Das ist Quick. Quick kann angreifen. Ich darf mich jetzt von dem Bonusgeld hier nicht in die Irre führen lassen. Ich habe kein. So. Keine wirkliche Möglichkeit. Driven. Auf einmal haben wir gar kein Geld mehr. Schaut's mal. Trotz haltbaren Rationen. Kein Geld mehr, weil ich hier nicht mehr plündere. Scheiße. Okay. Das macht jetzt nicht viel, das war eigentlich dumm, egal. Ja. Weil ich nicht mehr plündere, gibt's kein Geld mehr. 6000, das wird immer teurer, der Bums hier. Das ist krass, ne? Der ist bei 2000, der ist bei 6,4. Der ist bei 2000, der ist auch bei 6,4. Der ist auch fast tot. Ja. Okay, ich würde den mal ein bisschen ins Camp stellen. Aber erst da vorne. Jetzt geht's nicht mehr gut, dann plünderst halt, whatever. So, die kann jetzt plündernd hier rumstehen, ist okay. Too weak to betray. Gut. Passt, passt. Tretsch, tretsch. Genau, die laufen zusammen. Die heilen sich ein bisschen. 5 Runden, 8 Runden, aber das wird noch. Irgendwann mit der Zeit. Hier habe ich Stuff abgerissen, das war super dämlich. Aber mit dem Stuff, den ich hier habe, kann ich ja. Kann ich hier oben noch was machen? Ah ja, schaut's mal. Okay. Obwohl ich hier wahrscheinlich erstmal einen Tunnel bauen sollte. Ja. So, mich mag natürlich wieder mal keiner. Whatever. Ja, und mit Clan Vulkan mache ich Stress, oder? Genau. Mit denen mache ich dann Stress. Super. Okay, ich mache jetzt hier kurz Ende, bring kurz was weg. Und dann bin ich gleich wieder da. Das kann ja währenddessen durchlaufen. Ist ja ziemlich egal.
Ah ja, schon fertig. Das ging ja schnell. Gut. Oh, Loyalitätszeugs. Okay, jetzt schauen wir mal. Dieser bleibt uns treu. Ja, ja, vielleicht zu treu. Muss Pläne schmieden, aushacken. Einzige Möglichkeit, aber was tun, tun. Relpack Recruit. Okay, das ist ein treuer Moschus. Okay. Ein Auge. Okay, ich könnte ihm ein Auge nehmen und dann irgendwie macht es Loyalität. Ich könnte Gehilfen töten. Loyalität testen. Okay. Das ist nicht schlecht mit der öffentlichen Ordnung, aber naja. Dann, niemand wagt es, an dem zu zweifeln, der den Geruch des Meisters trägt. Geruch des Überherrn. Ihn besprühen, ist ja violett. Aber ist nicht schlecht. Oder Worfstein Schnupftabak versprechen. Das kostet ein bisschen Geld. Macht Erfahrung und Loyalität. Ich würde fast. Nimm mal das hier. Besprühen. Clanfester. Später. Karak Buffadur. Unterstadt zerstört. Ah ja, das ist natürlich wieder mal bedauerlich. Okay. Unterstadt in Düsterberg fertig. Na gut. Wir wollen ja weiterkommen. Durch Loyalität verliehen. Ah, das ist ein dauerhaftes Dingens. Ja, nicht schlecht. Nose, I dominate. Nicht schlecht. Gut, da oben hat's noch was. Überreste eines Leviathans ist jetzt aber nicht so wichtig. Gehen jetzt erstmal. Ahoi, hoi. Ahoi, hoi. Aha. Big puddle. Oder listen, stalk. Okay, das passt. Die gehen jetzt hier rüber. Der. Ja, ich hab hier gerade nichts, ne? Deswegen. Plündern, 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 plündern. So. Und natürlich. Weiterhin plündern. So. Okay. Das gibt Geld, aber erst müssen wir das einnehmen und hochbauen und Nahrung machen und so. Hier geht's weiter. Genau. Ja. Weil hier gibt's Geld. Wisst ihr, hier gibt's Geld. 30.000, 5.000. Jetzt gehen wir mal da lang. Genau. Plündern, plündern, plündern. Wird jetzt richtig geplündert. So. So. Sehr schön. Der kriegt wieder Erfahrungspunkte. So. Zwei Runden, okay. Oh no, der braucht noch. Quiek ist da, der ist da. Ich hatte ja da oben was gebaut. Ich habe wieder ein bisschen Geld bekommen. Das heißt, ich könnte hier noch ein Gelddingens bauen. So, und hier gibt es Warcries. Die kosten 90. Movement Range. Movement Range ist immer gut. Das machen wir mal. So. Okay. Bauzeit, Upkeep vor Kampagnensichtfeld. Läuft aber nicht. Das passt schon. Okay. Gut. Dann weiter geht's. Ja, da machen wir Krieg und weg ist, ist egal. Vielleicht kann er sich wieder aufbauen. Ich will auf jeden Fall. Genau, ich ziehe plündernd durch sein Land durch. Ist mir egal. Und dann gehe ich zu den Zwergen.
Mit dem schließe ich vielleicht wieder Frieden, weil ich finde Clan Vulkan jetzt nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn man da so einen Verbündeten hat, Vasall wäre natürlich schöner, aber ein Verbündeter ist auch gut. Einfach als Meat Shield, der halt meine Reiche schützt, das gefällt mir soweit ganz gut. Das heißt, ich plündere da jetzt durch, nehme alles weg, zeige ihm, wer der Boss ist. Dann gehe ich gegen die Zwerge vor und dann verbinde ich mich mit ihm wieder, wenn es geht. Wenn er nicht will, dann auf dem Rückzug plündere ich ihn halt nochmal. Fertig. Aber das wird man dann alles sehen, wenn es soweit ist. Chaos ist immer noch sehr stark, so wie es ausschaut. Aha. Na, ganz toll. So. Unterstadt fertig. Grom-Gipfel. Auch das gefällt mir. Das bedeutet nämlich wieder Geld, aber auch Nahrung. Ich muss mit der Nahrung gucken. Die ist noch in Ordnung. Auf Dauer kann ich aber nicht nur Geldgebäude bauen. Das geht nicht. So. Geld plündern. Oh ja, schönes Geld. Gut, dann wollen wir mal. Genau. Okay. Das machen wir nächste Runde. So. Dass mir immer noch Geld fehlt, dass ich so wenig Geld mache, das nervt. Aber okay. So. Ja. What? Horned One, come on. Move your tails. Move your tails. So, ich stell mich jetzt mal da hoch. Let's tails move. This way. Gut, ich plündere. Sieht ja schon mal soweit ganz gut aus. Der hat Mauern gebaut. Da muss man aufpassen, ja. Da muss man sehr gut aufpassen. Das wird nicht einfach. Aber ist okay. So, plündern mag er nicht. Das mag er nicht. Das mag alles klar. Armeeunterhalt. 21.000 für das bisschen Armee. 5-4. 6.000. 2-1, 5-4, 2-1, 5-4, ja. Ist aber interessant, warum kostet der 5-4 und der 6.000? Obwohl er ähnlich stark ist. Trust him for now, now. Too weak to betray. Weil der hat ja nur hier den Unterhalt. Das ist Einkommen aus der Schlacht, das ist egal. Er hat nur den Unterhalt. Seltsam. So, nächste Runde. Ah ja, die Intrige der 13 kostet nicht mehr 13, sondern 14.04. Aha. Ja. Gut. Wollen wir mal weiterschauen. Also ich hoffe, ich krieg jetzt da gut Nahrung. Weil Nahrung ist sich eigentlich vom Plündern 41 angeblich. Tiefenreich macht 10 Nahrung plus, das ist gut. Siedlungsunterhalt ist wieder teuer. Mit 35. So, da ist ein Lord Kroak. Weil ich habe jetzt 3 Armeen auf Plünderstellung und mache kaum Geld. Obwohl die richtig krass plündern. Das gefällt mir gar nicht. Das ist... Das ist nicht gut. Ich muss jetzt unbedingt schauen, dass ich meine Städte ausbaue, mein Reich ausweite und dann ordentlich da... Ja. Aber da oben liegt so viel Geld. Ich kann da jetzt wirklich schön plündern durchziehen. Die Weltenwanderer werden stark. Afwup. Was auch immer das für ein Name ist. Afwup.
Na dann, wieder ein seltsamer Name. Gut, gut. So. Brutbrüder sind fertig. Das hilft mir jetzt wenig. Schaut mal, wie das Geld weggeht. Liegt aber daran. Na, obwohl die haltbaren Rationen eigentlich richtig reinknallen sollten, tun sie aber kaum. Die stehen hier leider auch nirgends drin. Na. Okay. Ignore 40%, was auch immer das heißt. Das ist irgendein SFO-Dingensteil, den ich nie verstanden habe, ist aber auch egal. Gut. Die Armeen sind weit weg von gefährlich. So. Gut. Chief, dann's to me! Hey, where did the door? Jesus is coming. Call me Lord Craventail. Lord Craventail. Lord Craventail, du musst da angreifen. To battle, I come after. Okay. Ausrauben. Yes, yes. Gut. Night Raid. Trenches Raiders. Okay, pass auf. Dann gehen wir jetzt hier hin. Und der geht hier hin. Und dann plündert er nicht mehr, sondern macht diesen Stalk-Dingens. Die Chancen sind 100%. Heißt natürlich nicht, dass wir erfolgreich sind, weil dagegen noch die Abwehrchance des Feindes gerechnet wird. Aber erstmal ist es gut. So. Genau. Sehr schön. Ja, die Krummzahnfeste können wir uns auch noch holen. Dingrokratz, Valvasleid, Karak 8-Gipfel. Da gehen wir halt hoch. Und das holen wir uns dann. Oder wir rauben es zumindest aus. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich brauche. Angeblich sagt, erobert eines eurer wertvollsten Besitztümer zurück. Irgendwann. Ich muss halt hier noch diesen ganzen Bums zerstören. Und dann irgendwie hier alles. Die kurze Kampagne ist kein Stück besser. Naja. Okay, Dingokratz. Können wir ausbauen. Wir können überall. Warte mal, die Krummzahnfeste ist doch fertig, oder? Okay. So, haben wir hier ordentlich Kohle gemacht. Ob ich hier noch was bauen soll, weiß ich nicht. 190 Nahrung geht weg. Nö. Das kostet auch Nahrung? Nee. Aber das macht nur Schwachsinn. Das kann zum Angreifen, zum Verteidigen super stark sein, die Tunnelfestung, aber ist egal, ist egal. So. Hoch da. Du auch bitte. Big Puddle. You. Win battle. Or else. Okay. So, das gibt Geld. Das nehme ich als nächstes natürlich ein, wenn ich die Nahrung mal habe. Weil aktuell schaut es mit der Nahrung echt bitter aus. Na? Aktuell Nahrung nicht so geil. Den Tempel kann man hier noch angreifen. Ausrauben. So. Und wieder plündern. Gut, der ist nichts mehr wert. Fluchtdschungel. Da baue ich jetzt nichts, weil das hole ich mir alles. Na, als nächstes hole ich mir den Tempel. Und dann hole ich mir das und dann das. Ob das jetzt ich hätte es gerne auf Stufe 3. Das wäre schon besser. Ich glaube, das kriege ich jetzt gerade aber nicht hin. So, und für Quiek müsste ich noch eine Armee machen, aber ich weiß nicht, ob das so gut ist gerade.
Weil... Lol. Ja, den baue ich ja noch irgendwo. Warte mal, den kann ich ja hier gleich bauen. Guck mal. Okay. Gut. Ja, einfach mal bauen, was man bauen kann. Ne? Und damit ist das Geld weg. Aber gibt auch gut Geld. So. Wir machen hier Money. Money. Ja, da kann ich jetzt nichts Nützliches bauen, ne? Nee. Nö, Money, Money, Money. Money, Money. Kein Money. Hier müsste ich Money machen. So. Und jetzt ist das Ding. Ich brauche durch den Siedlungsunterhalt 35. Armeeunterhalt 20, Tiefenreich. Siedlungsunterhalt 35. Wahrscheinlich zählt das da dazu. Mal schauen. Should kill when get a chance. Untrusted worm. Poison after. Okay. Stinks like a grazier. Ja, ja. Should kill when get a chance. Die armen Grazier. Die haben da echt keinen guten Ruf bei den Ratten. So, der ist noch auf dem Weg nach Nagarond. Ja, das passt. Ja, nein, ich bin nicht er. Das stimmt. So, machen wir Fenster wieder zu. Der läuft. Jo, und dann passt das schon. Geld. Also ich glaube, ich kann, wenn ich da nach oben gehe, noch einiges an Geld machen. Das muss man mal sehen. So, interessant. Wir haben einen gegnerischen Hinterhalt nicht entdeckt. Das ist unsere Hilfsarmee, die jetzt ordentlich gebumst wird von wer weiß wie vielen Einheiten. Okay, wo kämpfen wir? Hinterhalt, das ist natürlich schlecht. Okay, ich glaube nicht, dass wir hier viel machen können. Aber wir probieren es mal aus, ne? Mit ein bisschen Glück. Klappt das. Mit ein bisschen Pech halt nicht. Dann ist die Armee tot und wir müssen sie neu aufbauen. Kennt man ja schon. Interessanterweise hat er den Hinterhalt entdeckt und selber eingelegt. Wie auch immer das funktioniert hat. Aber gut. Müssen wir mal gucken. Zur Not ist halt die Armee tot und wir bauen eine neue auf. Wäre jetzt nicht das erste Mal. Wird nicht das letzte Mal sein. Mal gucken. So. Da hinten. Oder? Sieht so aus. So. Schön da drauf gehen. Ich könnte die Todeswindkugelkrieger töten. Das wäre super. So. So. Okay, das passt. Könnt ihr da angreifen? Schaden machen? Ja. So. Schleuderer töten. Okay, da kommt was Gefährliches auf mich zu. Darum muss ich mich kümmern. Ah ja, aha.
Der ist sehr geil auf mich. Das ist schon mal nicht so toll. Ja, schaut ziemlich bescheiden aus. Das ist das Giftwindflieger. Genau, die Poison Wind Mortars können da drauf gehen, die Chisels gehen da drauf. Ihr greift da irgendwie an. Ich hätte immer noch gerne, dass ihr... Aha. Ist halt natürlich komplettes Chaos. Aber ne, so ist es halt. Ich hätte immer noch gern, dass ihr da angreift und dass die das irgendwie deffen. Diesen Schwachsinn da. Diese Brutschrecke irgendwas töten. Ist ja gar nicht so schlecht. So, Schleuderer müssten sehr gut wegkriegen. Ne? So. Genau. So. Schön in die Zange nehmen. Dass hier so viel geplänkelt wird, ist natürlich ein Problem. Aber nein. Aha. Gossenläufer töten. So. Wenn ihr alle mal aufhört zu plänkeln, könntet ihr vielleicht sogar das töten. Ah. So. Irgendwie haben meine Clanratten hier ein bisschen Angst. So, da wird gesnipert. Ihr seid Giftwindmörser. Ja, ihr solltet da eigentlich angreifen. Schön drauf, Mörser. Irgendwas flieht, irgendwas haut ab, irgendwas ist tot. Sehr interessant. Die snipern gar nicht so gut, wie sie eigentlich sollten. Irgendwie sind hier Clanratten reingekommen. Auch sehr interessant. Weiß jetzt nicht wie, aber es ist passiert. Ah ja, da haut wieder alles ab. Okay. Die machen gar keinen Schaden. Auch sehr interessant. Ja. Ist ja optional, ne? Schaden machen ist ja optional. Ja gut, das war ein schöner Hinterhalt von diesen anderen Ratten. Die Armee ist tot. Müssen wir neu aufbauen. Na, ist klar. Das ist einfach so. Ja, ja. Ja, ja, da ist alles tot. Ist okay. War ja nur die Nebenarmee, ne? Deswegen ist es ja egal. Aber das heißt, dass ich mich wieder zurückziehen muss und das Ding mit den Zwergen kann ich vergessen. Erstmal. Das klappt jetzt nicht. Das heißt, ich muss mich wieder zurückziehen, dann mit den Zwergen, das dauert, dann wieder auf die Ratten gehen. Aber dann haben sie Zeit, sich aufzubauen. Das ist okay. War halt ein Hinterhalt. Interessanterweise konnte jetzt die KI mir einen Hinterhalt stellen, obwohl ich einen Hinterhalt gemacht habe. Ist jetzt auch irgendwie fies, ne, dass sie meinen Hinterhalt umdrehen konnte, aber okay, war jetzt halt so. Ne. Passiert. Müssen wir mal gucken, was als nächstes passiert jetzt, weil die Armee wird natürlich abhauen wollen, weit wird sie nicht kommen. Mal schauen. Genau, da ist viel gestorben, müssen wir alles wieder aufbauen, ist ja egal. Nee, ist getötet worden. Ah ja, okay. Aha, Getötet. Ja, dann brauche ich einen neuen Liftpack-Tretch. Okay, ja gut. Seltsam, dass der beim Hinterhalt stirbt, statt halt nicht zu sterben. Na? Aber das ist bei einem Hinterhalt wohl so. So, das kann ich gerade nicht machen. Lass mich bitte rauszoomen. Okay, lass mich mal meine Armeen bitte checken. Komm schon, PC, jetzt kack doch nicht ab. So, Tretch.
Warlord. Ja, Rekrug gibt es noch. Tretch gibt es nicht mehr. Da ist einer gestorben. Okay. Ja, dann brauche ich einen neuen. Den können wir hier ausbauen. Na, sprich, wir holen uns einen neuen Kriegsherrn. Zuversichtlich ist nicht schlecht. So. Dann einen Helden dazu. Wieder ein Häuptling. Ja. So, der gehört zu Kompule. Auch interessant. Kompule. Und der gehört zu Pugtretch, glaube ich, habe ich das immer genannt, ne? Genau. Gut. Dann machen wir das wieder. Genau. Gut, der bildet aus. So. Das da. Dann zwei Schüsse. Kein Geld mehr. Gut, dann lassen wir es erstmal dabei. Der hier. Müsste den ja töten können. Ne, Blitzschlag und Schuss. Blitzschlag, Hinterhalt, Schuss. Bisschen Geld. Geld ist gut. Ja, dann können wir den noch blitzschlagen, ne? Blitzschlag. Da soll jemand angeblich sterben. Aha. Dann mache ich das manuell. Okay. Dann machen wir das jetzt manuell, so gut wie es geht. Und dann hauen wir wieder ab. Wir müssen ja runter, wir müssen ja entkommen, damit der Feigschwanz, so wie er heißt, ne, wieder seine Buddy-Armee bekommt. Die braucht der, ist wichtig. Und dann mal gucken. Ja, vielleicht hätte ich... Ja, nee, du willst schon plündern, du willst keinen Doppelhinterhalt legen, das bringt nichts. Ein Hinterhalt und der andere plündert, so ist der Plan. Das hat halt jetzt nicht funktioniert, ist aber okay. So, jetzt wird spannend. Wie weit kann er schießen mit seinem Bums? Ich würde sagen, dass ich zur Sicherheit mich hier hinten aufstelle. So. So. So, wie weit kann er schießen? Gar nicht weit. Perfekt. Okay. Jetzt mach erstmal Bum Bum. Aber die sind schon leicht verletzt. Perfekt. So. So. Warblock-Techniker noch hin. Chazales kommen noch dazu. Rattling-Leute. So. Okay. So. Die feuern. Da hat's einen Warblock-Techniker, den würde ich gern wegmachen. Jetzt ist er runtergegangen. Okay. Sturmratten, die können sie angreifen. Na, wollt ihr nicht? Solltet ihr aber. Ist nämlich ein Befehl. Und ihr solltet eigentlich guten Schaden machen, ne? Ja. So, den Warblock-Techniker angreifen. Der nimmt da leider kaum Schaden. Der ist sehr gut in Deckung.
So, jetzt treffen sie besser. Nur die wollen irgendwie laufen die ganze Zeit. Ich weiß noch nicht recht warum. Okay. Das läuft alles. So, worauf schießt ihr jetzt? Immer noch auf den Warblock-Techniker. Dann Skien Surge. Greift den mal an. So. Gut, das reicht ja erstmal. Ist natürlich schön, wenn die Katapulte hier auf die Schattenläufe angreifen und da hoffentlich guten Damage fahren. Oh, bisschen Damage. Ja, doch, das sieht gut aus. Hat der Katapulte da? Ja, yeah, ne, er hat Kanone. So, der Sieg ist nahe. Ist schon schön. Gut. So, schön hier alles ausbilden. Läuft, ne? Läuft die Belagerung. Ah ja, jetzt haben wir die das ist sogar sehr gut. Wenn uns das Zeug gehört, ist das natürlich gigantisch gut. Doch, das ist super. Dann holen wir uns jetzt schön den ganzen Bums. Weil wenn wir die Türme halten, können wir mit den Türmen auf die Mauern hier schießen und machen die Türme auch noch mit extra Damage. Das ist zum Belagern richtig gut. Vor allem der zweite Turm gehört dann auch uns. Und der hat ja Stufe 4 Türme, ne? Ja, ja, die machen... Boah. Da hätte ich richtig viel verloren. Die muss ich unbedingt halten. Das ist schon wichtig. So. Auch interessant, wie die Kanonen da jetzt reinlaufen. Schaut's mal. Höchst interessant. Ich finde das richtig spannend, wie die da reinjieten und komplett sterben. Ich weiß nicht, warum sie das tun, aber sie tun es. Ne? Sie tun es einfach. Irgendwie gehört dieser Turm nicht uns. Das ist ja selten. Hä? Okay, hier sind die Dinger falsch schon, schaut's mal. Na gut. Na denn, los geht's. Aha, die sind vermutlich sehr verletzt. Auch interessant. So, das ist der Planstein, ne? Genau. Der Rest böllert, aber das gehört gleich uns.
Oder auch nicht. Je nachdem. Na doch, jetzt hauen sie ab. Okay. Teuer für die Kanonen, aber gut, ist so, whatever. Egal. Wieder ausrauben, ne? Geld mitnehmen. Jetzt schauen wir mal, was wir bekommen. Und dann versuchen, so schnell wie möglich wieder nach Hause zu kommen. Ja. Ich meine, ich könnte auch plündern. Ich könnte auch im Plünderlager bleiben, so ein bisschen plündern. Aber er hat halt kein Backup mehr. Und ohne Backup ist das natürlich ein bisschen gefährlich. Weil den Tretsch, die Tretsch-Armee würde ich nur ungern nochmal neu machen müssen. Bin ich ehrlich. Victory. I'm getting good at this. Ja, ja, sowas sehr gut. So. Ja. So, plündert jetzt hier so ein bisschen. Gut. Okay, der baut sich wieder auf. Chassails, Mortars und Giftwindkrieger. Die fand ich nämlich ganz gut. Passt. So. So, und was bekommt der? Stuff. Ich meine, der andere hat Stuff verloren. War natürlich teuer. Aber so ist das eben. Ne? Mal gewinnt man, mal verliert man. Genau. Auch nicht schlecht. So, was hat er hier? Magische Chance. Belagerer. Reichweite. Ja, nehmen wir auch mit. Okay. Übrigens, den anderen Bums kriegt er erst nächste Runde, weil erst nächste Runde diese Boni greifen. Ja, Ono, du kannst, wie gesagt, du kannst immer noch hier hoch Richtung Navarand. Aha. Der kann doch mehr. Ja, genau, Verstecker richten. Okay. Gut. Dann die beiden. Ja, die plündern jetzt halt hier, ne? Plündern hier Nahrung. So, wieder kaputt machen, wieder ausrauben. Wieder plündern, okay. Da hat er noch was, da hat er noch was. Das ist alles noch was wert. Schaut's mal da oben. Da gibt's doch noch mal Geld, oder? Get the things. Aha. We'll die, die. Stink of command. Sehr interessant. You, Schreckensfels. Verminous Valor. Gut, der bekommt hier irgendwie gar kein Geld und Bonus, aber... Forbidden. Dabei hat er einen Drachenbrutplatz und so. Also macht ihr gut Geld, ne? Aber armeentechnisch steht er sehr schlecht da. Das passt schon. Hier ist alles kaputt, ist also egal. Quick! Wie schaut's aus? Kannst du hier schon... Ich glaube halt, ich würde eher noch warten. Bin ich ehrlich, mit der Nahrung... Wenn ich die jetzt wieder wegmache, das ist mir... Andererseits kann ich dann hier schnell aufbauen. Ja. Das passt schon. Nahrung, Fleischstelle, Schlachtwerk, Fleischfarm. Aha. Okay, ja, 4 Nahrung und Wachstumnehmer. Mauern. Das dann natürlich wieder. Das auch. Das haben wir schon. Ich glaube, ich könnte mal wieder... Ja, mehr Warblitzkanonen, ne?
Oder mehr Waffenteams. Wie viele Waffenteams darf ich aktuell führen? Ja, Jazails, aber von den Warblitz-Kanonen halt bloß. Wo sind sie? Ja. Da brauchen wir mehr. Genau. Alles klar. Dann haben wir wieder Geld für Ausbauten. Zum Beispiel Nahrung und sowas hier. Karak Buftar. Ja, der fehlt noch. Kommt aber noch. Vermutlich. Vielleicht auch nicht. Wie schaut es hier unten aus? Eher düster. Naja, gut. Okay. Stinks like a grace. Ja, 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 ja. Okay. Should kill when get a chance. Gut, wie geht's weiter? Das wissen wir noch nicht. Untrusted worm. Poison after. Poison after, genau. Stimmt das überhaupt? Explosionsmeister? Waffenteams, ja. Moment. Ja doch, Chazale ist ein Waffenteam. Ah, Moment, aber Clan-Ratten braucht er auch noch. Und solchen Wobblitz-Kanonen hat er nicht. Ich muss den respecken. Jetzt darf ich mir keinen Fehler erlauben. Das da, das da. Uralte List, zack, zack. Weil das geht nur einmal, das respecken. So, und... Skaven-Waffenteams. Also, wir haben Clanratten, Waffenteams, 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 Waffenteams. Nose, I dominate. So. Genau. Der da darf noch. Stinks like a glacier. Okay. Gut. Dass die kein Geld machen, ist seltsam, aber so ist es halt. Kann ich jetzt nicht ändern? Es ist, wie es ist. Und dabei müsste der richtig Geld machen, aber naja. Naja. So. Gut, Zwerge sind Zwerges. Die machen Zwergenkrams. Und mehr Zwergenkrams. Das geht nicht. So. Guide us, Horned One. Das ist absoluter Free Win. Cool. Dankeschön. Gut, wir plündern weiter. Soon we wait.
Okay. Fight! Kill! Death frenzy! Auch hier plündern wir bitte weiter. I am Warlord! Quick kann auch weiter plündern. Magic stick! Offship! Raid! Raid! Jupp. Jetzt müsste aber dann langsam mal was gehen mit dem Plündern, ne? The right paw of Mars. Na gut. Keep Gracious scum away. Na, ja, das ist egal. So. Trust him for now, now. Gut. Waffenmeister Pass. Should kill when get a chance. Ja, da haben wir schon, glaube ich, angegriffen. Das passt auch, okay. Der hat Sturmratten. Too weak to betray. Gut. Der braucht noch, der kriegt wieder. Untrusted worm. Poison after. Okay. So, dann. Die noch dazu. Chassails, Giftwindmörser und Giftwindkrieger. So, in 3 Runden ist der wieder ready. Clan Rictus Supreme. Da würde ich gerne angreifen. I'll lead from rear. Ausrauben. Und wieder plündern. So. Stinks. Gut. Dann das da. Der läuft noch. Ansonsten gab es wieder gerade keine, ne? Nee. Obwohl ich gerade Geld habe. Hier müsste ich mal was machen. Tunnel bauen. Minus 50. 380. Da ist der fast besser, ne? In Skavenblight würde sich das Ding lohnen. Oh ja. Aber ich kann es mir noch nicht leisten, weil 80. 40. Ich muss dieses Ding oder dieses Ding abreißen. Geht noch nicht. Geht halt noch nicht. Bin noch nicht so weit. Mir fehlen hier noch die drumrum Gebäude. Aber das kann man bauen. Und das auch. Das sind dann nochmal 50 drauf. 20, 20, 40 auf 50. Das geht. Das geht. Und wird hier wieder schön gebaut. So. Und hier ist halt echt langsames Vorankommen bloß. Aber hey, so ist es. Nose, I dominate. Okay. Onno fährt weiter. Bisher scheint es mit dem Geld okay zu sein. Ich bin nur gespannt. Ich bin gespannt, ob von den 35-40 Nahrung, die ich hatte, es jetzt mit der Nahrung hochgeht. Naja, 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 naja. So. Gut, Hagreif kann da nichts machen. Die sind da halt einfach tot. Werden geplündert, machen aber kein Geld. Das ist ein bisschen seltsam. Aber wie auch immer, ist ja egal. Der Hinterhalt hat mich echt weit zurückgeworfen. Das haben die Fiesratten echt gut gemacht. Ich find's krass, dass die Giftwindmörser so wenig Reichweite haben. Tatsächlich. Also die Mörser sind schon echt gut. So an und für sich. Vor allem, glaube ich, gegen Blobs von Einheiten. Aber...
Reichweite haben sie echt wenig. Schaut mal, die Nahrung geht nicht hoch. Die Nahrung geht nicht hoch. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt da gewaltig nicht. Na gut. Also, solange ich hier keine Nahrung habe, kann ich hier nichts machen. Aber, dann weiß ich, was ich tue. Geh mal hoch. Holen uns hier die Festung. Das passt dann schon. Nee. Aha, so muss der lang. Ist jetzt hier unerforschte Insel. Da könnte man hin. Moment mal. Da können wir hin. Unerforschte Insel. Die holen wir uns mal. Gibt nämlich meistens Geld. Günstige Winde. Auch nicht schlecht. Ja, dann gehst du halt. So. Irgendwo hier hat es doch Küste, oder? Glaube ich. Ja, genau. Okay. Der braucht noch. Der plündert ja. So. Battle fight! Get going! Suck it! Take, take! Okay, das hat wieder ein bisschen Nahrung gegeben. So. Runter da. Queek, was ist mit dir? Da können wir doch noch kämpfen. Meme? Okay. So, was kriege ich jetzt? Zeig mal. Es gibt Nahrung. Ja gut, ja. Okay. Okay, na gut. Mehr Nahrung. Das kostet halt Nahrung. Das ist halt wirklich so ein Ding. Das kostet Nahrung. Na, das macht's schwieriger. Na. Klar, ich kann hier diese Dinger bauen, aber ich brauche mehr Nahrung. Das ist. Nahrung ist gerade ein großes Problem. Ich muss da wirklich was gegen tun. Für tun. Also gegen das Problem. Ja, machen wir es mal so. Weil Zandri. Ja, ja, da geht gut was. 1, 2, 3, 4. Da haben wir eine schöne Ausbeute drumherum. Das ist schon okay. 70, ich mache 7 Nahrung plus hier. Plündern müsste auch plus machen. Gefangene. Also ich sag mal so, wenn ich keine Schlachten schlage und nichts plündere, was ja auch nicht der Normalfall ist, habe ich durch Gebäude 24. Und 70. Ohne Plündern. Wären das 94 Nahrung. Ich brauche aber 63, 37 und nochmal 22. Dann würde ich minus 28 machen. Das heißt, mit dem Plündern alleine. Puh, ich habe ein echtes Problem mit Nahrung. Weil der Siedlungsunterhalt geht krass hoch. Das Tiefenreich reicht nicht. Ich muss mehr. Ja. Ich muss mehr Nahrung machen. Wie viel bringt denn so ein Nahrungsgebäude auf Stufe 3? 3 Nahrung. 3 Nahrung. Ist jetzt nicht schlecht, aber. Ja. Na gut.
should kill when you get a chance. Untrusted worm. Poison after. Soll ich einen Minotekel? Auch nicht schlecht. Kostet wieder Geld, aber egal. So. Weiter geht's. Der plündert nicht. Ja, der ist auf hoher See. Ja gut, schauen wir mal. Also ich hätte das, wo ich gerade weggezoomt wurde, das hätte ich schon gern alles eingenommen. Aber mit dem bisschen Nahrung geht das gerade nicht. So, jetzt bin ich bei 78. Ich bin gespannt, wie sich die Nahrung jetzt verändert. 78. Ne, 87 war es. Ich habe da dauernd immer so einen Dreher bei mir im Kopf. Jetzt schauen wir mal. So, ein halbes Stündchen würde ich noch. Dann bin ich erstmal fertig. Wird heute wird jetzt eine kürzere Aufnahmesession. Ich möchte noch duschen gehen. So. Das ist alles egal. Tschüss, tschüss. Tschüss. So, hupsi. Unterstadt fertig in Silberpfeiler. Das ist perfekt. Dann kann ich hier nämlich wieder Nahrung und Geld machen. So, Nahrung, Geld, Nahrung, Geld, Nahrung, Geld. Düsterberg macht auch Nahrung, Geld. Ist halt plus minus null immer, ne? Aber es will's machen. So. Ja, weil ich muss noch Todesklamm. Der fehlt noch. Ja, geht aber. Okay. Gut. 73. Es wird nicht wirklich besser, ne? Is it safe? Gut. Das könnte ich angreifen. Stopp. So, da hat es wieder eine Armee, die ich wahrscheinlich besiegen kann. Ah ja. Schwierig. Dann eher nicht. Dann eher nicht. Dann gehen wir jetzt hier hin. Und dann wieder. So. Guide us, Horned One. Big puddle. So. Ich sehe keine Feindarmee. Sehr gut. Das heißt, ich komme hier ohne Probleme an Land. Hallo? I am Warlord. All tales are mine. Hauptsache, du gehst irgendwie an Land. Na also. Okay, der braucht noch Zug, dann ist er wieder voll. Sehr schön. Stinks like a grazier. So. Passt, passt, passt. Gibt das wirklich Nahrung? Tatsache, das gibt Nahrung. Ja gut, wenn das Nahrung gibt, dann sollte ich ja wohl... Ah, das gehört mir schon. Abwechselnd plündern, wollte ich jetzt sagen, aber okay, whatever. Gut. 8-4. Moment, kann ich irgendwo wieder Nahrung bauen? Wahrscheinlich nicht. Nee, hier habe ich schon Nahrung. Wo ist Ekrund? Da unten. Ja, da habe ich schon alles. Steinminenturm. Ich glaube, das kann mal weg. Das dürfte keinen Zweck mehr erfüllen. Hier könnte es stattdessen was hin. Ja. Ist jetzt kein... Oh! Ja, okay. Karak, Karak.
Da können wir was machen. Nicht viel, aber Nahrung und Geld. Oh ja. Nahrung und Geld. So, 8-4. Jetzt bin ich mal gespannt, was sich hier tut. 8-4. An Nahrung und wo das hingeht. 8-4. 8-4, 8-4, 8-4. 8-4. Okay. 8-4. Huch. Achso, hier bin ich noch bei. Ja. 8-4. 8-4, 8-4, 8-4. Immer noch 8-4. So. Gucken wir mal, was er jetzt sagt. 70. Das ist halt furchtbar. Weil das bedeutet, ich verliere 14 Nahrung. Nonstop. Wisst ihr? Das ist sehr schlecht. Wenn ich 14 Nahrung verliere und das die ganze Zeit, dann habe ich ein Riesenproblem. Karatz Akarak. Wo war das? Hier. Nahrung. Moment. 15%. Stopp. Weil wir wissen ja, dass das total falsch ist. 4, 2, 9, 6 mal 0,15 sind 600. Das heißt, hier würde ich nicht 23 bekommen. Da kriege ich weit mehr Geld. Okay. Wir haben ganz viel fertiggestellt, scheint nur nichts zu ändern. Auf 70 sind wir runter. Ja, 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 ich verliere jede Runde 14. Das haben wir ja, die 28, die habe ich ja vorhin ausgerechnet. Wenn ich nicht plündere, verliere ich einen Haufen Geld. Ne? So. Deswegen plündern gehen. So. Können wir da wieder plündern? To battle, I come after. So. Looted. We will return. Loot, loot, loot. Den kann ich töten. Yes, yes. Victory for Trench. Ja, das ist aber allein. New Master. Okay, jetzt geht hier gar nichts mehr. Schade. Ja, dann machen wir Unterstadt. Besser als nichts, ne? Besser als nichts. Können wir wieder Nahrung machen. Oder wenigstens versuchen, Nahrung zu machen. So. Okay. Das gibt wieder Nahrung. So, ich würde es jetzt besetzen. Einfach damit ich hier jetzt. Okay, das ist gut. Mäuerchens. Nahrung. Nahrung. Okay. Quick. Hunt for slaves. I order scurry move. Okay. No, not. Do not sully my presence any longer than you must. Ja, das ist egal. Sind weit weg. Sind ganz weit weg. Tschüss. Gut. Dann greifen wir jetzt an. Warlord, me, me. So. Ah ja, der kann nicht. Okay, aha.
Ja, dann müssen wir halt eine Runde warten. Yes, yes! Obwohl, das macht absolut keinen Sinn. Retreat! Not my fault! Greift der lieber an. Ab dafür. So. Ist Nahrung? Vielleicht. Wir wissen es nicht. Wir können es nur vermuten. Hornet One watches me! This way, way! Okay. Move your tails! Gut, gut, gut. Hat ein bisschen Geld gebracht. Lang nicht so viel, wie ich gehofft hatte. Aber hey, Geld ist Geld. So, der ist fertig. Der bekommt noch das da. Das da. Clanratten. Keine Ahnung. Untrusted worm. Poison after. Okay. Gut. So. Tretch ist hier. Another victory. Yes, yes. Yes, no. Okay. Stinks like a grazier. Quell. Quell ist auch nicht schlecht. Jetzt nehmen wir das mal. Beziehungsweise das können wir auch noch machen hier. Die beiden Dinger. Okay, das ist egal. So. Pack Tretch, der fährt da lang, der fährt da lang, der hockt da drüben. Ich möchte auf jeden Fall zur Wasserleiche. Ja, das kostet wieder Nahrung. Das kann ich jetzt nicht machen. Ich kann nicht dauernd Nahrung wegschmeißen. Ist auf Dauer einfach nicht gut. Baragwar. Ja, da müssen wir das machen. Hier kann man noch ein Nahrungsgebäude bauen. Dann sind wir wieder fertig. Ich finde es halt heftig, wie ich aktuell plötzlich wieder mega Probleme mit Nahrung habe. Und das Geld schaut auch echt schlecht aus. Das gefällt mir nicht. Was der Clan, der Kult von Sotek da macht, ist auch interessant. Scryer? Ah ja! Wäre auch mal interessant zu wissen, was diese Runen dort zu bedeuten haben. Aber das muss man alles mal sehen. Jo, da hat es jetzt die Zwerge. Sind jetzt aber nicht so gefährlich aktuell. Solange es halt immer nur eine Armee ist. Wenn es mehrere Armeen werden, dann wird es gefährlich. Aber davon sind wir noch ein gutes Stück entfernt, ne? Ja, die Wächter, die machen das, darf ist aber auch egal. Doofe Wächter. Okay, Clan Mordzippe. Kann ich mir leider immer noch nicht holen. Das ist interessant. Wir haben ein paar Bonusziele gemacht, okay. Damit ist das Kapitelziel auch beendet und das war's. Should kill when get a chance. Ja. Okay, Guide us, Hornet One. Weiß ja nicht, was das werden soll, aber das machen wir gleich mal kaputt. Win battle. Nahrung. So. Old tales are mine. Dann gehen wir da rüber. Hornet One watches me. Greifen an. Was heißt das? Ah, hier wurde was entdeckt, ja. Great leader. Noch einen Sieg weghauen. Fight die
for me, me! Und plündern. Der kann leider nicht plündern. So. Na gut, das. Hier drüben ist alles kaputt, auch interessant. Okay, ich kann hier Nahrung bauen. Ich kann hier Nahrung bauen. Ich könnte hier Nahrung bauen, aber hier wurde schon was entdeckt. Deswegen ist das gerade ein bisschen riskant. Kann ich irgendwo anders noch Nahrung bauen? Yes. Okay, und... hier bräuchte ich eher Tunnel. Irgendwann. Wenn ich hier einen Tunnel baue, kann ich hier die Nahrung und das ausbauen. Wäre auch nicht schlecht. Obwohl ich eigentlich, glaube ich, hier eher das bauen sollte. Obwohl... naja, doch, für zwei Dinger lohnt sich das schon so ein bisschen. Ist okay, ist okay. Knapper Sieg. Wirklich? Ja, kaputt. Gib Nahrung. Ich muss halt Nahrung machen, ne? Nahrung, Nahrung, Nahrung. Mehr Nahrung. Stopp. Nahrung. Nahrung, Nahrung. Der macht auch Nahrung. Okay, Krieg. Du gehst dahin und dann gehst dahin und dann kann ich mit Krieg irgendwo hin. So, Kadaver nähern. Ja, wäre es jetzt eine große Schlacht gewesen, hätte ich gesagt, okay, ich brauche Nahrung. Nahrung, Nahrung. Talisman, Nahrung, whatever. So. Boatship. Oh ne. Ah, jetzt. Okay. Na gut, dann dauert es halt zwei Runden. Nahrung, Nahrung. Okay. Was ich auch mal wollte, war. Ah ja. Okay. Obwohl ich das hier da hinten, glaube ich, gerade nicht brauche. Tatsächlich. Nahrung. Da geht gar nichts. Hier geht noch Nahrung. Okay. Nose, I dominate. So ein paar Schlachten würde ich aber gerne noch manuell mal schlagen irgendwann. Stinks like a irgendwann. Should kill when get a chance. Untrusted worm, poison after. Zerstört Höllengrube. Schade. Warum? Kann ich das mir anschauen? Ah ja. Reikland und wer auch immer das ist, machen die Chaos-Invasion kaputt. Ne? Ich glaube, Chaos geht hier richtig kaputt. Gibt's Chaos überhaupt noch? Schauen wir gleich mal. Chaos, 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 Chaos. Mhm. Auch kaputt, okay. Da geht ja richtig was kaputt hier. Da hat geplündert. Bordelon. Sendboten des Chaos, whatever. Chaos-Krieger, ja, sind fast tot. Also Chaos-Invasion hat es nicht mal in die Nähe des Südens geschafft. So, du willst Frieden, will ich jetzt aber nicht. Clan Vulken? Ich dachte Vulkan. Vulken steht da jetzt auf einmal. Naja, egal. Mehr Schaden, mehr Wumms, mehr Bums. Mehr Umpf. Mehr alles geht kaputt. Solchen Clan. Ja, würde ich gern, kann ich aber noch nicht. Clan Squire. Natürlich hätte ich gerne mit Clan Squire... irgendwas, aber
scurry forth and scurry. Die mögen mich nicht gut genug. Steven Warlord. So. I am Warlord. Stick of command. Nochmal Nahrung abfarmen. Fight. Auch kill. Easy. Death Frenzy. Gut. Hier gibt's gerade nichts mehr zu holen. Nee. Dann. Ah, der ist schon in Plünderstellung. So, ich sehe weder bei den Aschbergen noch beim Hexenberg irgendwelche Feinde. Das heißt, da wird mir gerade nichts gefährlich. Sehr schön. Yep. Stinks like a grazier. Okay. Weg. Should kill when get a chance. Der ist low. Der müsste langsam mal sich ein bisschen ausruhen. Der geht noch. Tretch ist eigentlich auch gut dabei. Ja. Obwohl der auch irgendwann mal Richtung Heimat müsste. Run, fools, fools! Let's take a move. Weil hier die Truppen schon echt low sind. Sieben Runden dauert das. Naja. Skaven Warlord. Teuer. Weil wenn die nicht mehr plündern, wird's bitter. Aber na gut. I hate seawater. Move, move. Okay, der geht noch in Plünderstellung, auch nicht schlecht. Was ich natürlich immer machen könnte, wäre einfach irgendwelche Bumsarmeen zu bauen und mich selbst zu plündern. Na, das geht immer. Ah, schaut's mal. Ich könnte auch einfach mal Nahrung machen. Klar, ich verliere viel Nahrung dadurch, dass ich hier auf Geld gehe. Das kann ich mir so kaum leisten. Ja, interessant. Ich könnte natürlich auch sagen, hier zum Beispiel, gehe lieber auf Nahrung aktuell. Den brauche ich auf jeden Fall noch irgendwann. Ja. Na, das lohnt sich kaum. Mäuerchens. So. Schade ist natürlich, dass hier drüben gar nichts geht. Das ist richtig bedauerlich. Aber so ist es. So, nachdem jetzt da oben das Ding zerstört wurde, bin ich da auch wieder abgeschnitten von allem, was gut und recht ist. Na gut. Schwierig, sehr schwierig. Ich muss da mal schauen. Ich müsste da wirklich mal gucken. So, 10 Minuten mal noch. Wie ich zurechtkomme. Mit dem ganzen Schwachsinn. Nahrung. Aber gut, jetzt weiß ich zumindest, wo meine ganze Nahrung hingeht. Das Ding ist, entweder hast du Nahrung oder Geld. Beides hast du in den seltensten Fällen. Und wahrscheinlich dreht sich das immer so, je nachdem, wie es läuft, wo du gerade bist, weil hier gibt es nicht so viel zu stehlen. Erfolg, der hat jemanden verwundet. Das ist natürlich eklig. Das ist jetzt natürlich sehr eklig. Skalpose Rell, Häuptling wurde verwundet. Ja gut. Bis der wieder irgendwo auftaucht, dauert ewig. Na gut. Radratte.
Ja, der macht schon viel hier so, ne? Okay. Na ja, gut, Level 25. Read Warp Scroll. Also hier hatte ich ja mal versucht hinzugehen, ne? Aber ich glaube, Navarond lohnt sich mehr. Ja, doch, glaube ich schon. Glaube ich schon. So, jetzt holen wir uns das hier. I challenge, kill, kill. Who dares challenge me, me? Aha. So. Genau. Und Mauer, Nahrung, whatever. Das machen wir jetzt nicht, weil das kostet wieder Nahrung. Das geht aber. Und wir machen erstmal Nahrung, weil hier mache ich gerade eh kein Geld. Und Nahrung. So. Gut, damit sind die letzten Verteidiger dood. Sehr schön. Ich könnte Quiek jetzt hier hinschicken. Ich würde ihn aber eher, glaube ich, Richtung Dünenkönigreiche schicken. Damit ich hier, weil schaut's mal, die machen schon wieder so viel. Der wird schon wieder richtig stark hier. Und dann schicke ich ihn darüber. Dann kann er hier langsam alles einnehmen. Die machen hier Stress, die da. Den da. Ich glaube, der wird sich so schnell nicht wiederholen. Das heißt... Ja, das Geld sollte ich behalten. Okay. Ready to lurk. Pass auf. Du gehst dahin. Haust dich ins Lager. Du gehst normal hin. Jetzt wird da geplündert. Soll ich so eine... Das ist halt so... Die Feldschlacht zu führen bringt halt nichts. Ist halt sau langweilig. Skulk and wait. Send slaves. Okay. Plünder, der steht da auch. Allerdings könnten wir den mal da hinstellen. In Lagerstellung. Der hat nur eine 85% Chance. Das ist halt schon sehr wenig. I say they move. Ha, ha, ha. Stupid, stupid. Ja gut. The doom is coming. Das ist jetzt nicht so toll alles hier. Soll ich über die Wüste gehen? Ich will schon zu den Zwergen, aber komme ich gerade nicht. Weil 50% ist halt wirklich schlecht. Und es gibt halt eine gute Chance, dass ich gebunden... Ja, wisst ihr was? Machen wir das so. Vielleicht mache ich die Schlacht jetzt wirklich mal selber. Einfach damit ich nicht dauernd hier Verluste an den Helden nehme. Oh. Ja, das macht Sinn. Weil schlimm ist seine Armee ja jetzt wirklich nicht, ne? Wolfsratten, voll egal. So. Aber nur damit die hier keinen Schaden weiternehmen. Weil das passiert bei automatisch die ganze Zeit und es nervt. So, das heißt... Oh, ich könnte... Ich glaube, hier ist ganz gut. Rattling
Hier die Rattling Guns. Genau. Eigentlich sollten die da dahinter liegen, ne? So. Okay, die Ratten sind egal, wenn kaputt gehen. So, angreifen. Wo hat er denn seine Fieslinge? Sehe ich aktuell nicht. Na gut. Okay. Ja, sobald ich seinen Helden sehen würde, hier Sturmratten, die können sie angreifen, die sind High Value. So, die Rattlings schießen, sehr schön. So, greift ihr jetzt hier die Schattenläufe an? Müsste die eigentlich, ne? Angreifen. Die greifen gar nicht an. Sehr bedauerlich. Da muss ich ein bisschen aufpassen hier. Okay. So, die sind ein bisschen verletzt worden, aber bei denen ist es nicht so tragisch. Die können ruhig ein bisschen kaputt gehen. Tatsächlich, das geht schon. Ja, dann haut sie halt so lange ab, bis hier Ende ist, ne? Okay. Den können wir noch töten. Wir können es zumindest versuchen. Okay. Jo, läuft ja nicht ganz so toll, ne? Aber... whatever. Na gut. War jetzt nicht so toll, ne?
Ich find's krass, dass er durchgekommen ist. Ja gut, er hat auch zwei Armeen. Ja, ja, okay. Ist okay. Gut. Die Sturmratten haben schon guten Schaden gemacht. Die Waffenteams. Geht so, geht so. Naja. Naja, 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 geht so. Geht schon, ne? So. Genau. Das war halt wichtig, das zu zerstören. Damit er hier kein Stress mehr bekommt. So, weil wenn der jetzt hier angegriffen hätte mit zwei Armeen, wäre es böse gewesen. Mit einer Armee allein, da macht er nicht so viel. Ja, die Reichweite ist nicht so riesig. Schon ein Unterschied, ja. Untrusted worm, poison after. So. Wer noch? Mobilität ist wichtig. Should kill when get chance. Okay. So. Passt, 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 passt. Ende. Eine Runde noch. Und dann bin ich durch. Eine einzige Runde noch. Dich fertig macht, dann bin ich durch. Gut, zumindest haben wir jetzt den östlichen Dschungel mit der Wüste eingenommen. Das ist nice. Und den Rest müssen wir jetzt halt mal gucken, wie wir da zurechtkommen. So, die Zwerge reagieren jetzt auf uns, die wir eine Gefahr für ihre Reiche darstellen. Das war zu erwarten. Da kommt etwas, da muss ich aufpassen von links. Darf ich nicht unterschätzen. Du willst Frieden? Will ich nicht. Du willst Krieg? Kriegst du. So. Der greift an. Ich habe... eigentlich alles, was ich brauche, um das zu vernichten, oder? Clanratten. Seine haben 23 Waffenschaden, 29. Okay, seine sind ein bisschen stärker, aber er hat ja nur Ratten hier. Ich glaube schon, dass ich das schaffen kann. Okay, er hat einen Zauberer. Was ist denn das für ein? Warblitz, Warpsturm. Aber ich habe Chisales. Ich habe Splash und was gegen große Feinde. Er hat Katapulte, aber die stehen dann hinten. Ich glaube schon, dass ich das schaffen kann. Versuchen wir es, okay? Wir versuchen es. Okay. Wir versuchen es, weil er hat nur Ratten. Ich muss eigentlich nur gucken, dass ich seine Helden wegsnipe. Den Zauberer zuerst. Nach Möglichkeit. Und dann die Stellung halte, während meine Fernkämpfer ihm übelsten Damage drücken. So. Das heißt, wir haben Chisales. Ich sollte mich nach hinten stellen, damit seine Katapulte nicht so gefährlich Damage drücken können. Ich würde das mal so ein bisschen... so... okay, weil ich möchte ja nicht, dass sein Katapult mir Damage wehrt. Das heißt, ich ziehe mich hier mit den Clanratten zurück, soweit wie es ist.
ist das denn? Wo kommen die denn her? Aha. Das ist ja interessant. Hm. Sehr eigenartig. Schön den da angreifen. So. Gehen wir drauf. Der müsste eigentlich gut Damage bekommen. Aua. Guter Schaden. So. Okay. Irgendwas ist durchgekommen. Ich weiß nicht warum oder wie, aber irgendwas ist durchgekommen. Okay. Okay. Der ist komplett am Arsch, weil er noch immer. Barbbohrer. Die sollten weg. Willst du die wegmachen? Nein. Da ist irgendwer dran. Auch interessant. Aha. Schaut ganz schlecht aus. Also der macht hier richtigen Damage. Irgendwie hat er es geschafft. Ich kann nicht mehr klicken. Jo, er ist da irgendwie durchgebrochen, hat mega Damage gedrückt und das war's. Auch sehr interessant. Elite-Einheit von Mordheim. Okay, na gut, die hat er. Der hat mich komplett überrannt. Keine Chance. Gut. Ist egal, wenn ihr mir wieder stirbt, dann bauen wir es halt nochmal neu auf. Zum dritten Mal, ne? Das ist dann auch egal. So, der hat nichts getötet und hat keinen Schaden gemacht. Der war ganz schlecht. Ja, irgendwie waren seine Ratten stärker. Das Katapult war nicht das Problem. Die Warbohrer hatten gut, aber der hat sehr starke Ratten, ja. Krass. Auch die hier haben gar keinen Damage gemacht, die Mortars. Null. Ja, schade, schade. Ah, da ist jemand wirklich gestorben. Okay. Braucht man einen neuen Häuptling, ne? War-Häuptling. Ja, heftig. Aber war ja nur die Unterstützungsarmee. War ja klar, dass die stirbt. Ne? Das wundert nicht. So, ich brauche einen neuen... einen neuen Kriegsherrn. Den finde ich nicht so gut. Der ist eigentlich auch nicht so toll. Aber was Besseres haben wir gerade nicht. Dann muss halt der ran. Warlord. Und denn? Should kill when get a chance. Untrusted worm. Poison after. Der kriegt halt Stuff. Whatever.
Haben wir hier noch irgendwas? Charakterdiebstahl, Bewegung, Waffenstärke, Forschungsrate. Egal. Gut. Endlich geht hier mal was voran. Nahrung, das da, das da, das da. Okay. Kompule, Tretsch. So, der muss Pack Tretsch heißen. Okay. I killed them when backs turned. Gut. Ach, jetzt haut er auf einmal ab. Ja, die Yami will ich aber schon töten. Stink of command. Clever raid plan. Töten. So, hat den Hinterhalt nicht hinterher. Gut, bei dem Hinterhalt ist es egal, aber. Machen wir mal wieder. Ich möchte auch mal ein bisschen kämpfen. Interessanterweise sind alle seine Ratten wieder full life. Krass. Dabei hat er angegriffen. Es ist seltsam, dass er Instant Replenishment bekommt. Aber gut, so ist es halt. Okay. Quick geht dann noch darüber. So ganz so nah muss ich ja jetzt nicht sein. Schön die Waffenteams hier hin. Schön die Chazales hier hin. Mit den Kanonen. Ui, die Warp-Bohrer sterben ja komplett weg. Ja gut, bis seine Katapulte halt kaputt sind, ne? Ah ja, meine Waffenteams feuern schon. Schöne Reichweite, schöner Bonus. Auf das da oben sollte er reagieren müssen. Tut er auch. Dann können wir den da jetzt töten. Weil der steht da wie auf dem Präsentierteller. Seht ihr das? Echt perfekt. So. Mutten könnt ihr noch töten. Wo auch immer der gerade ist. Eisennaht. Ich hätte schon gern, dass ihr den weghaut. So, schön wegsnipern. Na, schafft's das? Nicht wirklich, ne? Doch, der ist tot. Ja, sehr schön. Da sind wieder die Waffenteams, machen ein bisschen Schaden. Und das war's. Hinterhalt, GG. Okay.
Also geht doch. So. Rattling Guns, bisschen Damage. Jezails, hoher Schaden. Kanonen, hoher Schaden. Die auch hoher Schaden. So soll es eigentlich laufen. Ne? Ja, und das Stretch Pack hat jetzt gar nichts gemacht. Ist aber auch egal. Muss nicht. Kümmert nicht, interessiert nicht. Ist voll egal. So. Gut, dann. Verloren haben wir nichts. Ist gut. Nothing can stop me. Wir nehmen jetzt mal die Nahrung. Nahrung ist gerade ein bisschen eng. So. Der plündert mit. So. Untrusted Worm. Poison after. Der bekommt bald sein Unsterblichkeit. Das ist auch wichtig. Der braucht noch. Warte mal. Fährt der überhaupt noch? So. Quick, du kannst laufen. Und zwar. Warte mal, eigentlich könntest du hier hin. Ja. Geh mal da runter. Der kann sich ja rüber tunneln. Genau. Das darf man nicht vergessen. Der kann sich rüber tunneln. Was auch nicht schlecht ist. Boah, kann der weit. Krass. Gut. Tunnel. Der steht da. Der plündert hier. Töten. Ausrauben. Geld machen. Okay. Gut, dann. Da ist jemand verwundet worden, genau. Aber das passt erstmal. So. Plündern. Plündern! Das gibt Geld. Sehr schön. Nose I dominate. Genau. Should kill when get a chance. Trust him for now. Viele Clanratten. Too weak to betray. Gut. Okay. So. Dann. Ich will wenigstens noch Quiek mit dem. mit dem Tunneln. Ich möchte Quiek mit dem Tunneln noch rüberschieben. Das ist wichtig, weil wenn ich das nicht mache, vergesse ich's. Und dann ist einfach doof. Nicht Angriffspakt. Nö, eigentlich nicht. Habe ich jetzt keinen Bedarf für. Um ehrlich zu sein. So. Na denn. Winterzahn, auch egal. Gut. Das ist das. Clan Mors und Navarüte. Ja gut, können sie machen. Verwundeten Fehlschlag. Ja, danke. Wo hat dann das jetzt versucht? Da nochmal. Das nervt langsam, dass der hier so einen Verwundtypen hat. Loyalität hergestellt, gut, ist egal, diese Wilden. Irgendwas ist fertig, entdeckt.
Karak Askal wurde entdeckt. Müssen wir hier alles abreißen. Schade. Aber wir können dafür hier was hinbauen. Genau. So. Der braucht halt eine Weile. Der eigentlich auch. Ich lasse die jetzt hier einfach mal ein bisschen chillen. Na? So, Quick. Du müsstest jetzt eigentlich darüber. Sehr schön. Dann ist er jetzt drüben und kann nächste Runde da weiter angreifen. Das hier passt. Und die hier können da weitergehen. Genau. Die, die. Wiedersehen, Freeven, ausrauben. 8000. Okay, wieder schön Geld gemacht. Plündern. Der kann nicht mehr plündern. Okay. Gut, praise me. Ja, vielleicht später. Heldenhafter Todesstoß ist wieder was anderes. Okay. Stinks like a grazier. So. 3 Runden noch. Oh, das hat Zeit. Ich würde jetzt mal sagen, was gibt's hier für Warcries? Movement Range. Ist immer gut. Heldenselbstverteidigung nehmen wir auch mal mit. Warum nicht? Okay. So, Gebäude bauen. Will ich noch irgendwo was bauen? Nahrung, Nahrung, Geld. Jo. Hier geht ja leider absolut gar nichts. In Khemri. Aber lohnt sich das hier wegen einem Ding? Nö. Lohnt sich nicht, aber Tlaxtlan, da kann man noch Nahrung machen. 94 zu 69. Langsam wird es mit der Nahrung mit dem Tiefenreich gut. Schaut's mal. So langsam passt es. Sehr schön. Okay. Letztes Ende für heute. Und dann bin ich durch. Da haben wir heute genug gezockt. Zumindest dieses Spiel. Die Irrlichtung. Nee, das passt dann ganz gut. Dann bin ich hier durch. Alles easy, alles passt, alles schön. Na, alles ohne Probleme und Gutes. Jups, jups, jups. Naja. Okay, das heißt, fataler Fehlschlag, sehr schön. Zum Glück habe ich diesen Schlachtruf gemacht, dass jetzt ein fataler Fehlschlag draus wurde. Ich glaube, der hat mir nämlich gut geholfen. Tatsächlich. Jo. Und dann kann ich da jetzt Unterstadt zerstört, das war klar. Bedauernswert. Na gut. Okay. Widerlich. Unterstadt fertig. So, eins zerstört, eins gebaut. Dann machen wir jetzt ein bisschen Geld. Okay. Und ich würde sagen, mit dem Rest, das haben wir schon kaputt gemacht, genau. Das heißt, wir rennen jetzt plündernd einfach durch das Land durch. Ah ja, aha, guck mal hier. Der wird ja auf jeden Fall hier drauf gehen. Hier haben wir eine Chance von 100%. Hinterhalt. Genau, der wird auf jeden Fall.
Sollte ich den töten? Boah, das wird böse. Pass auf. Ich glaube... jetzt geht gar nichts mehr. Das Spiel verarscht mich schon wieder. Na gut. Okay, ich bin sehr gespannt, ob das funktioniert. Weil er hat hier eine Armee. Die könnt ihr natürlich mit Force March herholen. Aber, naja. Gut, hier fehlt eine Einheit, das ist so. Quiek, Quiek ist ready. Quiek kann angreifen. Quiek kann plündern gehen. Yep. Ja, nee, da greifen wir jetzt an. Rauben es aus, machen einen Unterstand. Ist voll egal, eigentlich. So. Ich weiß noch nicht, was ich hier machen möchte. Will ich jetzt alles zerstören oder einnehmen? Da bin ich mir noch nicht sicher. Eigentlich würde ich es gern Stück für Stück einnehmen, aber... naja. Ob das so gut funktioniert, ich weiß es nicht. So. Die stehen da gefährlich. Der wartet noch. Das habe ich ja gesagt. Die warten da. Ja, ja. Gut. Moment mal, der hat eine Chance von 100%. Der kann da 94. Ist immer noch okay. Dann macht der, obwohl eigentlich sollte der plündern und der andere Hinterhalt. Genau, der macht Hinterhalt, der macht plündern. So ungefähr. So. Dann gucken wir mal, was da jetzt passiert mit. Und dann sind wir durch. Ich will nur noch wissen, ob die Zwerge jetzt da oben diesen Force March Doppelangriff führen, den ich erwarte oder nicht. Und wenn ja, dann kommt da aus Nagarüte. Okay, hallo. So, schnell zu den Zwergen vorspulen. Zwerge, Zwerge, Zwerge. Da kommen sie. So. Na los. Na los. Na los. Aha, was passiert? Der läuft hoch und Hinterhalt. So, und den kann ich nächstes Mal spielen. Das heißt, hier bin ich durch. Danke fürs Zuschauen, wie immer einen wunderschönen Tag. Macht's gut, bis dann. Ciao. Hey there, thank you for watching. If you'd like to support me, simply hit the thumbs up button. Do you have any wishes, feedback or suggestions, put them into the comments below. You may also subscribe if you're new to the channel. I wish you a wonderful and stress-free day. Take care, bye bye. Thank you.